Herzlich willkommen zur Pressekonferenz des SK Buntigammer Sturm Graz hier aus Bergamo. Ich bitte die kleine Verspätung zu entschuldigen. Ich darf unseren Cheftrainer Christian Ilzer und Alexander Prass bei mir begrüßen. Wir treffen morgen am 4. Spieltag der UEFA Europa League Gruppenphase auf Atalanta Bergamo. Spielbeginn ist um 21 Uhr. Wir dürfen uns über die Unterstützung von rund 800 Sturmfans freuen, die mit uns nach Bergamo gereist sind. Alex, ich darf mit dir beginnen. Wir haben jetzt gegen jeden Gegner in der Gruppe einmal gespielt. Wie siehst du die Ausgangslage in dieser Gruppe und was erwartest du vom Spiel morgen? Ja, ich denke mal, dass unsere Ausgangslage bis jetzt keine schlechte ist. Wir stehen punktgleich mit Sporting sozusagen auf dem zweiten Platz und es ist alles möglich. Es muss uns immer klar sein, dass eben nach unten auch noch alles möglich ist und wir wollen uns nach oben orientieren. Von dem her müssen wir schauen, dass wir in den nächsten Spielen nochmal punkten. Morgen wird natürlich ein sehr schweres Spiel. Der Gegner hat riesige Qualitäten, aber ja, wir müssen natürlich trotzdem schauen, dass wir uns alles zutrauen und im Bestfall eben Punkte morgen entführen können. Alex, jetzt war es im Hinspiel eine etwas besondere Situation, weil ihr fast die ganze zweite Halbzeit mit nur 10 Mann habt spielen dürfen oder können. Kannst du oder könnt ihr trotzdem was von diesem 2:2 mitnehmen vom Hinspiel, was euch morgen helfen könnte? Ja, ich denke eine Menge. Speziell immer, wie du sagst, wir waren einer weniger zweite Halbzeit. Und ich glaube, wir haben es dann zum Teil besser verteidigt bekommen, als wie in Gleichzahl. Und von dem her, ja, müssen wir eben genau das adaptieren, was wir da richtig gemacht haben, in Unterzahl. Und dann eben mit einem mehr wird es dann trotzdem auch leichter für uns nochmal. Und von dem her glaube ich, ja, wenn wir da die richtigen Schlüsse draus gezogen haben, dann können wir in Gleichzahl da sicher gut bestehen dann. Und ja, mal sehen, dass alles möglich ist mit der richtigen Einstellung und eben auch mit dem Teamgeist und dem, ja, mit dem Kämpferherz, das wir da an den Tag gelegt haben. Und genau das wollen wir morgen wieder auf den Platz bringen. Alex, euer Trainer, der Chris, hat nach der zweiten Niederlage in Folge zuletzt von einem Energiethema gesprochen. Inwiefern merkt man im Team etwas von diesem eventuellen Energiethema? Ich glaube, dass im Team nichts davon zu merken ist. Es war, ja, stimmt, es war gegen Lask die nötige Energie nicht vorhanden. Es war gegen GRK in gewissen Phasen, speziell erste Halbzeit, wo uns ein bisschen was gefehlt hat. Aber ich glaube, dass man sich auf das jetzt nicht aufhängen braucht und ja, einfach wieder so an die Sachen herangehen, wie wir es bis jetzt gemacht haben. Und es muss einfach jeder in gewissen Situationen wieder ein paar Prozent drauflegen. Es entscheiden kleine Dinge, oft einfach nur ein, zwei Schritte. Und wir müssen einfach extrem entschlossen und aggressiv sein. Ja, einfach die Basics, die wir uns vornehmen, gut auf den Platz bekommen. Und wenn die stimmen, dann entwickelt sich der Rest von selbst. Jetzt noch Fragen für den Alex. Bitte da hinten. Alex, ihr habt in der letzten Saison auswärts in Italien ein 2:2 unentschieden geholt, jetzt auch in Polen Auswärtssieg gefeiert, den ersten seit 2011. Inwiefern merkt man das auch in der Mannschaft, dass es auswärts jetzt vielleicht wieder besser funktioniert als noch zu Beginn der Amtszeit von Chris Ilzer? Ich glaube, dass es nie ein Thema bei uns war, dass wir auswärts jetzt keine guten Ergebnisse erzielt hätten. Ich glaube, dass das nie im Kopf der Mannschaft war. Ja, wenn man vielleicht die Statistiken sich ansieht, war es so oder war es längere Zeit so. Aber ich glaube, dass wir trotzdem auswärts eben auch schon Ausrufezeichen haben setzen können. Letztes Jahr ja gegen Lazio mit dem Unentschieden und eben diese Saison auch schon mit einem richtig guten Auswärtsspiel, glaube ich, gegen Rakow, wo wir verdient gewonnen haben. Und ich glaube, dass für uns keinen großen Unterschied jetzt macht. Also klar, es macht einen Unterschied, ob zu Hause oder auswärts. Aber es ist jetzt nicht irgendwie in unserem Kopf verankert, dass wir auswärts nicht die besten Ergebnisse gehabt hätten. Letzte Frage für unseren Spieler. Gibt es noch eine? Dann danke vielmals, Alex. Danke. Gut, machen wir weiter. Chris, Atalanta musste sich als Gruppenfavorit in Graz mit einem Unentschieden zufrieden geben, spielt jetzt zu Hause. Denkst du, dass sich die Herangehensweise unserer Gegner dadurch verändert? Ich glaube nicht, dass sich die Herangehensweise verändert. Wir haben einen Top-Gegner. Ein super spannendes Spiel, das morgen auf uns wartet. Sie sind zu Hause. Sicher nochmal, was die Überzeugung
in ihrer Idee betrifft, zu Hause nochmal eine Nummer stärker als auswärts. Aber es war auch das Spiel in Graz, hat einfach verschiedene Phasen gehabt. Wir haben ein super Momentum gekriegt mit unserer Führung. Leider dann vor der Pause in Rückstand gegangen. Dann mit dem Ausschluss von Stefan Hirländer war es ein komplett anderes Spiel, ein Unterzahlspiel. Das haben sie dann möglicherweise ein bisschen zu sehr auf Ergebnisverwaltung gespielt. Das haben wir ausgenutzt und einfach mit einer Energieleistung dann in Unterzahl dieses 2:2 geschafft. Was für uns natürlich dann schon ein Punkt war, mit dem keiner mehr dann gerechnet hat. Wir haben uns den Punkt zugetraut und genauso müssen wir uns morgen auch eine starke Leistung zutrauen und dann werden wir sehen, was wir bekommen dafür. Christian, Atalanta kann mit einem Sieg das Weiterkommen fixieren. Sturm könnte bei einem Sieg sogar noch Letzter werden. Das weckt vielleicht Erinnerungen ans letzte Jahr. Was sagt es aber generell über diese Konstellation in dieser Gruppe aus? Dass wir uns nicht zu viel Gedanken über eine Tabelle machen sollten, sondern einfach alles dafür tun, was einfach die Chance für ein gutes Ergebnis erhöht und das einfach einen kompletten Auftritt hinlegt, der einfach in allen Bereichen, die ein Top-Fußballspiel verlangt, einfach ein sehr, sehr guter ist. Auf das werden wir uns fokussieren. Ich habe in der vorigen Frage schon gesagt, wenn es uns gelingt, einen richtig kompakten, energievollen Auftritt, einen mutigen Auftritt am Platz zu bringen, dann ist die Chance auf ein gutes Ergebnis natürlich weit größer, wie wenn wir irgendwie zu rechnen beginnen und dann hier irgendwie ängstlich und lasch auftreten. Also von dem Fokus auf die Leistung, Fokus auf die Performance und die wollen wir deutlich nach oben schauen im Vergleich zu einem Auftritt am Sonntag. Jörg, bitte. Chris, wer schießt den ersten Elfmeter morgen und wer bestimmt das auch? Wir haben eine ganz klare Reihenfolge der Elfmeterschützen. Die hat die Mannschaft jetzt gemeinsam mit uns nochmal überarbeitet. Von der Mannschaft eine Liste bekommen, die gereiht von 1 bis 8 ist. Je nachdem, wie die Spieler am Platz stehen, so werden dann die Elfmeterschützen auch ausfallen. Inwieweit hat sich diese Reihenfolge verändert nach dem letzten Ligaspiel? Das ist unser Geheimnis. Es werdet ihr, wenn es Elfmeter gibt, hoffentlich werdet ihr es am Platz erleben dürfen und hoffentlich dem Schützen positive Energie geben. Also Moment, es hat sich was getan bei diesem Thema? Es war natürlich ein Thema, das in den letzten 2 Meisterschaftsspielen uns begleitet hat. Wir dürfen es jetzt nicht zu groß machen, sonst geht es noch stärker ins Bewusstsein rein. Aber wir müssen natürlich auch darauf reagieren. Wir haben uns ein paar Dinge überlegt auch. Und that's it. Guten Abend, die Frage, steht Kitaschwili morgen zur Verfügung? Kitaschwili? Ja. Nein, er ist mit uns mit, weil er einfach die Mannschaft unterstützt, aber er ist nicht matchfit. Frage, erwarten Sie einen anderen Ansatz von Atalanta morgen im Vergleich zum Hinspiel und auch eine andere Aufstellung? Stichwort Muriel, der im Hinspiel sehr gefährlich war. Was erwarten Sie da von der Aufstellung her? Der Zugang wird von uns so sein, dass wir jetzt von der Grundstruktur, von der Grundherangehensweise kein anderes Atalanta erleben, mit natürlich in ihrem Wohnzimmer, in ihrem Heimstadion noch selbstbewusster, noch konkreter, aber sie werden im Spiel mit dem Ball sehr, sehr variabel sein, das heißt für uns einfach Struktur halten und in dieser Struktur sehr aggressiv, sehr, sehr eng sein. Mit Ballgewinnen hat man natürlich dann die Möglichkeit, schon offene Räume zu gerieren. Und wenn wir den Ball haben, wird es so sein, ob jetzt Muriel oder andere Spieler spielen, du wirst sofort Druck bekommen. Schaffst du dich aus diesem ersten Druck zu lösen, kannst du dann wieder Räume finden. Schaffst du es nicht, dann wird das Spiel in Richtung unseres Tores gehen. Es wird nicht so von Einzelpersonen abhängig sein. Wir wissen, was uns im Gesamtpaket erwartet und auf das haben wir uns eingestellt. Dass die eine oder andere Veränderung geben kann, ist möglich, aber es wird das Spiel insgesamt, das wir erwarten, nicht verändern. So, die Frage im Hinspiel war es so, dass die Einwechslung von Horvath und Böwing ihr Team unberechenbarer und gefährlicher gemacht hat. Heißt es jetzt, dass Sie morgen in der Startelf sein werden
Und zweite Frage, wenn Sie einen Spieler von Atalanta für Spiel morgen wegnehmen dürften, wer wäre das denn? Vielleicht hat uns der Ausschluss unberechenbarer gemacht, den werden wir morgen versuchen zu verhindern. Und wenn ich einen von Atalanta wegnehmen könnte, dann ist es Rasmus Højlund und der ist schon in Manchester. Chris, jetzt kommt so ein Spiel gegen Atalanta, absoluter Top-Club. Ihr habt zuletzt 2 Niederlagen in der Liga kassiert. Guter Zeitpunkt oder schlechter Zeitpunkt für so einen Gegner? Ein sehr guter Zeitpunkt, weil für dieses Spiel musst du ein Jahr wirklich am Limit arbeiten, viele Opfer bringen und dafür kriegst du dann ein Europa-League-Spiel gegen Atalanta Bergamo, gegen ein Spitzenteam aus der Serie A. Also wir werden das Spiel mit einem Selbstvertrauen, auch wenn wir jetzt 2 Niederlagen hinnehmen haben müssen, da gibt es einfach klare Schlüsse draus. Da wissen wir, wenn wir nur okay spielen, dann reicht es ja in der Liga nicht. Wenn wir in gewissen Situationen, ob das offensiv oder defensiv ist, nicht am Punkt sind, dann werden wir in der Liga, im Cup in Österreich bestraft und international noch viel mehr. Das ist uns allen bewusst. Aber es ist jetzt auch kein Grund, um irgendeine negative Stimmung aufkommen zu lassen. Denn gefühlt vor ein paar Tagen, ein paar Stunden waren wir noch Tabellenführer, haben wir das Derby gewonnen etc. Also da, das ist ein Verlauf der Saison. Das ist jetzt eine schwierigere Phase. Es gehört auch dazu, in schwierigen Phasen sehr klar zu bleiben, im Selbstvertrauen zu bleiben. Und wir haben eine große Herausforderung, eine große Aufgabe. Und das, was ich sehen will, ist einfach eine Mannschaft, die Leidenschaft verkörpert, die Zusammenhalt verkörpert und die einfach sehr, sehr klar in unseren Prinzipien versucht, auch das gegen ein absolutes Spitzenteam, diese Spielweise am Platz zu bringen und umzusetzen. Das ist unser Vorhaben. Und dass es diese Spiele gibt, die sollten nie zu einer Selbstverständlichkeit werden, dass Sturm Graz in der Europa League unterwegs sein darf, dass wir international sind. Dafür musst du auch in einer Liga, die sehr ausgeglichen ist, auch wenn man das oft nicht wahrhaben will. Natürlich ist Salzburg voraus, aber alle anderen Gegner sind oft Duelle, die auf Augenhöhe sind, wo Kleinigkeiten entscheiden. Und da gilt es einfach zu performen, da gilt es sich übers Jahr durchzusetzen, auch in einer schwierigeren Phase, Ende Herbst, zu punkten und dann fürs Frühjahr hin, für die entscheidende finale Phase der Meisterschaft, ein Team zu finden, das richtig auf Zug ist und das einfach alles aberntet, was zum Ernten gibt. Die Frage, es ist jetzt Halbzeit in der Gruppe sozusagen, 3 Spiele haben Sie schon hinter sich. Atalanta belegt jetzt Platz 1 in der Gruppe. Stimmt es, dass es für Sie auch das schwierigste Team war von den 3? Und welche Lehren haben Sie gezogen aus den ersten 3 Spielen? Es war Atalanta Bergamo genauso schwer für uns zu bespielen wie Sporting Lissabon, weil es einfach beide Teams Top-Teams sind. Beide Teams einfach sehr, sehr viel anbieten an Qualität, wo du dann einfach alles investieren musst, wo du dir in einen kollektiven Topspiel reinarbeiten musst. Es ist uns gegen Sporting sehr lange gelungen. Wir haben das Spiel hinten raus dann leider verloren und gegen Atalanta haben wir diese Energieleistung dann geschafft und aus einem scheinbar verloren geglaubten Spiel dann noch einen Punkt rausgeholt. Für die momentane Konstellation in der Gruppe ist sicher verantwortlich, dass Atalanta mit einem überragenden Auswärtsspiel in Lissabon jetzt die Gruppe anführt. Und für uns gilt jetzt einfach, oder die Ausgangslage ist für uns klar, wollen wir in der Europa League überwintern, heißt das für uns zu überraschen, in Bergamo morgen oder in Lissabon zu punkten, zu gewinnen. Das ist jetzt etwas, das nicht alltäglich, dass man nicht so alltäglich rausschütteln. Da braucht es schon eine außergewöhnliche Leistung. An die glauben wir. Die werden wir versuchen zu schaffen. Und, aber die Ausgangslage ist klar. Und ansonsten gilt es einfach im Kampf gegen unseren polnischen Konkurrenten Rakuf den dritten Platz abzusichern. Aber wollen wir den zweiten, dann müssen wir hier morgen oder in Lissabon auch punkten. Gibt es noch eine Abschlussfrage von unserem Cheftrainer?
Dann danke vielmals. Dankeschön.